Guten Tag bei einem kurzen Blick ins Labor. Es geht darum, aufzuzeigen, wie genau wir mit einer GPSDO, also mit einem mit einer 10 MHz Frequenz, die von einem GPS-Empfänger kontrolliert wird, wie genau wir da eine Referenz erzeugen können. Das Gerät zeichnet jetzt seit ungefähr 10 Minuten auf und wir sehen hier, welche Präzisionen oder welche Stabilitäten auch wir erreichen können. Hier wird nur der Drift aufgezeichnet, also nicht die absolute Frequenz, sondern der Drift. Hier in Megahertz. Und wir sehen hier, dass wir doch Spitze ja 4 hoch minus 10 bis hier sogar hat er einen Ausreißer, aber so im Schnitt sind wir bei 4 hoch minus 10 minus und plus 4 hoch minus 10. Das sind doch ganz beeindruckende Werte und natürlich längstens genügend für eine hochpräzise Referenz für unsere Geräte. Es sieht natürlich noch viel dramatischer aus, wenn wir die Hertz einschalten, wie viel Hertz wir da ungefähr erreichen können, respektive der Drift. Also das ist 0,00023 und so weiter. Also extrem genau. Wir erreichen dies mit zwei Dingen. Das eine ist das Mini-GPS von Leo Bodnar. Das ist das Gerät, das eigentlich mit einer gut platzierten, mit freier Sicht aufgestellten Antenne das GPS-Signal empfängt, es umwandelt auf ein 10 MHz Signal. Dieses Signal leite ich dann um auf einen Frequenzzähler. Der Frequenzzähler von Theo, der diesen Zähler auch konzipiert hat, von DJ9PK. Das ist ein sehr, sehr genauer, guter Frequenzzähler, der auch Averaging noch erlaubt. Also sehr, sehr genauer Frequenzzähler, neunstellig, perfekt für diese Aufzeichnungen. Diese Referenz benutze ich dann, um den Signalgenerator Rote-Schwarz, auch die anderen Geräte, sämtliche Geräte, die eine Frequenz erzeugen werden, mit diesem Referenzsignal synchronisiert. Das ist eine ganz gute Sache und erübrigt dann Rubidium-Frequenznormale, die relativ teuer und unbekannter Herstellung und unbekannter Lebensdauer sind. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald.